Willkommen im Zukommen, meine Damen und Herren. Wir haben hier heute Karten vor uns liegen, auf denen Sachen draufstehen, die wir mit unserer Mimik, ohne zu reden, darstellen müssen. Das war's. Mein YouTube-Kanal ist relativ einfach. Du hast irgendwo dabei gewonnen? Du bist richtig gut? Nein. Wie? Boah, so krass. Boah, ich bin der Heftigste so. Ich mach... Kotzen. Wenn du den krassesten Rübser deines Lebens von dir gibst. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich hasse dich. Nachdenken. Nee. Ich hab noch gar nicht angefangen. So. Wenn du realisierst, dass du besser singen kannst, als du denkst? Nein, Bruder! Wenn du rappen kannst? Wenn du plötzlich checkst, dass du richtig gut reimen kannst? Wenn du dein musikalisches Gen entdeckst? Nein, das, was du das zweite Mal gesagt hast, schon. Oh, Pablo, Digga! Wenn dir der passende Reim einfällt? Nein, Bro! Was denn? Wenn ich den ganzen Songtext richtig rappen kann. Ah, Gott, verpiss dich jetzt. Du hast irgendwas aufgemacht, was richtig ekelhaft ist? Oh, ja, nah dran. Also ich mach so. Ja. Du hast etwas geöffnet? Ja. Und Bestellung geöffnet? Ja. Geh runter vom Sofa! Ja, wenn eine Banane schälst und sie einen braunen Fleck hat. Wenn du deine Kündigung kriegst. Dann machst du deine Kündigung so auf. Ja, einen Brief aufmachen, keine Ahnung. Du nimmst das raus, machst das Ding auf, so. Genau so machst du auf, guckst dann rein und siehst dann. Paket. Nein. Sag. Chips-Tüte mit 6 Chips drin. Du bist irgendwo reingetreten. Ja, ich bin reingetreten. In einen Nagel. Nee. Reißzwecke. Nee. Spitzes. Nee. Essen. Nee. Scheiße. Nee. Pisse? Nee. Hä? Bauklötzchen. Das ist schon alles so? Was? Hinsetzen und dann... Weil er hat so ein Geräusch gemacht. Wenn du realisierst, dass du beim Hinsetzen gefurzt hast. Fast. Wenn du beim Hinsetzen gekackt hast. Kennst du das, wenn du dich hinsetzt, dass du einfach macht, dass du Pupsgeräusche und das riecht unangenehm? Hab ich doch gesagt! Nee, du hast gesagt, ich hab gefurzt. Was? Wie? Ja. Zeig nochmal. Ja. Öffnest was? Ja. Konserve. Ja, fast. Echt? Fast, ja, Joghurt? Fast. Nee. Joghurt ist keine Konserve. Wenn du die Ketchupflasche drückst und es aus der Öffnung rauspupst. Hatschi! Wenn du niest. Und in deine Hände schnotzt. Nein. Wenn du niest und dich freust? Nee, ich habe jetzt so gemacht und dann so, ich guck mich um. Wenn du niest und wartest, dass jemand Gesundheit sagt? Ja, könnte ich gelten lassen. Furzen? Entspannen. So? Ja. Hinsetzen? Gemütlich. Ja. Das kann doch nicht so schwer, das ist ein Kinderspiel. Ich setze mich hin und ich merke, dass vom Sitznachbarn vor mir noch der Stuhl aufgewärmt ist. Ah.
Wenn du beim ersten Dönerbissen dein Zahn im Fleisch stecken bleibt. Schon mal passiert? Klar. Wenn du beim ersten Dönerbissen merkst, dass es viel zu heiß ist. Zu scharf. Ja! Ehrlich? Krass, Bruder! Ah, okay. Du legst dich ins Bett und denkst, irgendein Monster ist unterm Bett. Oh mein Gott, genau das! Ja, genau das! Wenn du denkst, dass du dein Handy verloren hast, aber es direkt neben dir liegt? Nein. Wenn du denkst, dass du dein Portemonnaie verloren hast, aber es direkt neben dir liegt? Nee, also... Ja, du suchst irgendwas in deinen Taschen. Mhm. Also, weg, ne? Und checkst dann, dass es neben dir ist. Hm. Hä? Keine Ahnung, wenn es im Vorhang... Nein. Was denn? Ich habe etwas verloren und die Person neben dir sagt dann, wo hast du es verloren? Ich denke, du zeigst da hinten hin, Dicker. Ja, ich guck dich doch an. Ja, du schielst immer so ein bisschen. Ende. Gussläuse? Du bist Brillenträger und suchst dann... Nein? Wenn dir jemand sagt, dass du heute deinen Bad Hair Day hast. Das war's schon. Ciao. Und dann kommt die Person nochmal zurück. Und dann... Wenn du im Restaurant zu viel Geld gegeben hast und... Hat's was mit Geld zu tun? Ja, ja. Ja? Okay, also jemand geht und hat anscheinend Geld vergessen. Wenn ein Kollege sagt, ey, ich schuld dir noch was. Hat mit Oma zu tun. Mit Oma? Wenn Oma dir, keine Ahnung, Kohle zusteckt, wenn du dich verpisst. Wunder, genau richtig. Du würdest den Teller sauber machen und dein Finger ist in den Rest reingegangen. Richtig. Krass. Was ein Zufall. Kann ich kurz ein Utensilien dazu holen? Sprachen lernen, Bubble. Wenn dein Hund üblen Mundgeruch hat. Wenn dein Hund auf meine Terrasse geschissen hat. Wenn dein Hund zwar extrem süß ist, aber auf Lukas' Terrasse geschissen hat und in seine Küche gekotzt hat. Okay, also offensichtlich hast du einen Köter und der riecht aus dem Maul bestialisch, aber sein Arschloch riecht gut. Wenn bei deinem Hund das Maul normal riecht, aber das Arschloch total stinkt. Wenn dein Hund aus dem Mund gut riecht, aber... Wenn dein Hund aus dem Mund stinkt, aber aus dem Arschloch normal riecht. Ja, also Antwort wäre, wenn der Atem deines Hundes mehr stinkt als seine Pupse. Okay, lassen wir Geld, meine Damen und Herren. An der Stelle ist es ein gerechtes Unentschieden. Okay. Wenn euch dieses extrem dumme, aber trotzdem 17,99 € teure Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Pablo! Hat die letzten 6 Worte.